Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer Battle-Runde Sims 4 mit der Familie Song. So, wir haben es jetzt Abend. Augenblick, checken wir mal die Lage. Erinnerungen wiederholen, ein Tagebuch schreiben. Lass mal Tagebuch schreiben. Dann, nein, Hausaufgaben sind fertig. Was ist damit los? Aufräumen, aufräumen. Und das hier, Wäsche machen. Wäsche machen, so. Schön stecken, so, das geht. So. Einige Sachen können jetzt Kinder auch machen. Ich hatte ein entsprechendes Update drauf gespielt. Wäsche machen. Stecken, so. Ah, ich schreibe gerade ihr Tagebuch, ist total begeistert. Oh, bei Einhörner schreibt sie gerade. Fieber. Okay, was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, geiler wäre es natürlich, wenn man so auch Kinderstimmen hätte dafür. Aber die es dann moderieren könnten, die haben dazu keine Lust. Also ich jetzt kenne, die es können. So, ja. Ja. Ach, mein Handy ist so dicht am Computer, was wir weiter weglegen. Jetzt habe ich so diese netten Geräusche. Mag ich nicht. Wir haben 2 Uhr sonntags. Da sollte man vielleicht eigentlich schon schlafen. Aber die braucht noch eine Weile. Und dann hat sie noch Wäsche zu machen. Was ist da los? So, wo ist sie denn jetzt hin? Achso, jetzt hat sie die Wäsche reingetan. Okay, kann sie die Maschine auch einschalten? Wäsche waschen. Was haben wir da noch? Da ist nichts. Okay. So. Das war's. Das haben wir. Okay. Achso, hier, die Müll sollte ich mal aufräumen. Inventar mal ein bisschen aufräumen. So. Gut, wir müssen jetzt sie ja trotzdem erstmal schlafen checken, weil es hier Nacht. Oh, ist irgendwas kaputt oder was? Nee, ist nur dreckig. Aufwischen, bist ja gerade fit. Ach, du hast ja auch noch Wäsche hier in deinen Dings hier drin. Geht jetzt gerade nicht, okay. Wir halten das in der Tasche erstmal. So. So. Wo ist sie denn? Achso, ich spiele wieder Theater. Ah. Puppentheater, hey. Zack. Pup, pup, pup. So, bisschen verrückt. Schlechtes Wetter, wir gehen. Alles klar. Dann sind wir wieder. Was ist das Wetter jetzt besser? Ja, im Wald. Wir sind im Wald, okay. Aber es regnet. Er hat Angst vor Spinnen. Er hat Angst vor Spinnen. Wieso wird das so dunkel? Angst vor Bären, Bücher. Merkwürdig. Naja, okay. Interessanter Tipp. Okay, ja. Drachen, Masken. Jetzt kämpfen. Okay, ja, mir schon.
Das war ein kurzer Kampf. Nochmal kämpfen. Okay. Ja, das haben sie viel vertraut. Wunderbar. Ja. Mhm. Erzählt immer was von Büchern, die immer nur verdrachen. Ja, Baum und Bücher passt ja ein bisschen. So. So, klar. Ende? Ne, schauen wir nicht zu Ende. Gibli, Gibli. Oh. Eine neue Puppe ist dazu gekommen, okay? Zombo! Aber wie unterscheiden sich die Geschichten kaum? So, okay. So, wo ist sie? Da ist sie. Alles klar. Sie geht schlafen. Ausheulen. Warum heult sie? Warum muss sie heulen? Ist alles gut. Traurig. Nervenbündel. Uff, das hätten wir wirklich besser laufen können. Beim nächsten Mal wird sich die Fuert das Publikum in Unterwäsche vorstellen. Was? Okay. Oh, muss ja nicht traurig sein deswegen. Na gut, aber jetzt kannst du schlafen gehen. Schlafen. Schlafen, schlafen. Geh schlafen, muss ich schauen. Ist immer noch traurig. Oh, nicht weinen. So. So, so. Jetzt schlafen. Gute Nacht. Obwohl es ja schon wieder früh morgen ist. Hm, jo. Die Lesung. Steht schon wieder auf. Jo. Politiker hier, was muss ich da machen? Zweck wählen. Ja. Für die Vereinigte Welt protestieren. Hm, okay. Alle für einen wählen, nein. Für die Bäume sprechen. Stiftung für weniger Unfug wählen. Nein, Quatsch. Vereinigte Welt wählen. Dieser Zweck ist bereits ausgewählt. Okay, dann brauche ich auch nichts einstellen mehr, ne? Dann läuft das doch. Wann muss ich denn wieder arbeiten eigentlich? Termin ist in 5 Tagen. Ach, sie singt. Mimbu ribu chubby bray. Ma woo globin up to. Können Sie mal wirklich was anziehen? Ma woo globin wamu. Outfit. Zabale. Denn dann. Tum, tum, tum. Auch große Auswahl hier. Hm. Ah, jetzt sei voll. So, und er sollte aber erstmal was essen. Ja, genau. Dann koch doch mal was. Kochen. Backen. Gummi zubereiten. Ja, mach das doch mal. Knoblauchnudeln. Billig, ne? Aber billig muss nicht schlecht sein. Großes Menü. So. Wir kochen ja im Voraus. So, alles klar. Auf Kamerasicht. Oh, die hat auch schlechte Laune gerade. So, zack, zack, zack. Ja, da haben wir Smileys reingeschnitzelt. Paprika. Achso, keine Smileys. Paprika, da haben wir ja diese Felder da drin, ne? Das braucht man gar nicht. Zack. Sie sehen ein bisschen matschig gekocht aus den Nudeln. Ja, so zu lang kochen lassen, junge Dame. Ganz schön Holz vor der Hütte, muss ich sagen. Alter Schwede.
kocht sie denn? Zack. Kochlöffel mit? Hat sie mit weggekocht, oder? So, ja, sehe. Wortlöffel hat aber mal weißes Haar. Das verstehe ich nicht. Dann muss man noch mal checken gehen. Da stimmt doch was nicht. Schlafmodus. So. Aufplan. Bup, ich wechsle einfach mal auf. Es gibt ja so erst nochmal das weiße Haar, das haut jetzt nicht hin. Sollte eigentlich rotes Haar haben, standardmäßig. Da läuft was falsch. Vielleicht ist es im Outfit, dass automatisch die Haarfarbe sich ändert. Ich muss mal gucken. Ich muss das mal checken. Ne? Und währenddessen hol ich mir was zu trinken. So, ja. Warum hast du weißes Haar, junge Dame? Was ist denn da los? Sind die Haare, hat sie? Und es soll noch nicht so sein. So, überall anders sind sie so, ja? Ist das ja irgendwo noch mal irgendwo vorbei ist? Hey, schauen wir mal, checken. Alles gut, hier auch alles. Richtig. Okay. Also, wunderbar, das war's. Mehr wollte ich nicht machen. Das wollte ich mal schnell ändern. So. Okay. Ein bisschen blass aus. Okay. So muss man auf Toilette gehen. Also wie beruhigt dich jetzt? Traurig? Machst du dich selbst zu Problemen? Genau. Mach das nochmal. Ist sie noch am Essen? Kommen Sie mal trösten? Na gut, wir schicken sie aber erstmal auf Toilette. Sie geht allein auf Toilette? Ah, wunderbar, da brauche ich ja nichts machen. Okay. Ist noch am Essen? Sie kann mal die Wäsche rauspacken. Also Wäsche absetzen. Ausräumen, Wäsche weglegen, genau. Und dann hier säubern und dann auf ausräumen und Wäsche bringen zu. Was steht hier? Hä? Kann nicht trocknen? Verstehe ich nicht, was ist da los? Achso, muss verdreckt das Ding. Ach je. Dann kann das untere ja wegbleiben. Ausräumen, Wäsche absetzen, machen wir nicht. Das hat dann hoffentlich sollte ein Gericht nehmen. So. Dann räumt sie das natürlich weg. Daraus regnet es. Landfeldkäse, Portion nehmen, Gericht nehmen, zu essen rufen, aufräumen. Nee, ist nicht aufräumen. So kann ich das nicht wegstellen. Stelle ich das weg. So. Komisch, dass ich es nicht wegstellen kann. Das finde ich merkwürdig. So. Worum läufst du hin? Aufräumen, nein. Nee, nicht mehr absetzen. Na gut, lass es absetzen. Und tue ich das dann in die Spülmaschine. Spülmaschine. Oh Mann. Den Trockner meine ich natürlich. Tropf, tropf, du legst es dahin. Klatsch. So, ich nehme es dahin und tue es in den Trockner. So. Und Wäsche trocknen. So, und dann können wir hier nochmal. Nein. Ja. Wir hatten noch Wäsche in der Tasche. Schauen wir mal in den Taschen nach. Hier. Zack. Hinein. 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 Ach, ich kann nicht so viel. Wo legen wir die ganze Wäsche hin? Dahin. 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 So. Dann Wäsche waschen. Die erzeugen so viel Wäsche, dass sie da eigentlich schon Wasch. Salon brauchen. Da ist nichts mehr? Okay. Dann räumst du weg, ja? Ach, hier ist auch noch Wäsche. Meine Güte. Zack. Sauberkeit benutzt. Oder trocken. Benutzt. Sauberkeit verschmutzt. Schmutzig. Trocken. Trocken. Okay. Tschüss.
sie irgendwie mal trösten, dass sie irgendwie aus ihrer Traurigkeit rauskommen. Nein, die Lektionen lehren. Ja, das kannst du mal machen, aber... Lecker Luft machen. Machst du sie zusammenscheißen? Wasser? Muss ja auch mal sein. Aber freundlich danach. Mehr Auswahl. Liebevoll umarmen. Ja, genau. Das muss danach sein, ne? Man soll durchaus seine Meinung sagen, aber am Ende dann doch trotzdem zeigen, dass man da jetzt nicht böse ist oder so. Das ist ungefähr so die Geschichte. Auswahl. Lalalala. Mehr Auswahl. Über traurige Stimmung reden. Ja, dann machen wir über die traurige Stimmung reden. Ja, okay. Sensibi Auswahl, freundlich. Mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Ruskan Lampima. Muchi Pichi. Mehr Auswahl. Henfabi Narbol. Sula. Okay. Dann schreib sie nochmal in ihr Tagebuch. So. Barig. Was da? Wäsche absehen, Wäsche. Ausräumen, Wäsche weglegen. Genau. Mach das mal bitte. Okay. So, Wäsche. So, trockene hinzufügen. Dann schmeiße ich hier gleich die nächste Wäsche rein da und Wäsche waschen. So, okay. Hausaufgaben hat sie nicht mehr auf. So, wo wollten wir mit ihr hin? Wir hatten irgendwie Ideen. Gucken wir mal. Was wollten wir machen? Park? Menschen ärgern? Oder gibt es so jemanden Besuch gehen? Was wollten wir machen? Ein Konzert besuchen oder sowas. Wäre auch nicht schlecht. Schauen wir mal gucken, ob wir hier was finden. Konzerttechnisches. Also Campus, ne? Da ist hier nur zum Lernen und so, ne? Das ist nicht zum Konzert. Da wohnen Menschen. Genau. Studententreff ist das, ja, ist hier nichts mit Konzert. Wo waren das? Wo kann man Konzert? Dunkle Schwingen, Haus der dunklen Schwingen. Nur Universität. Das ist ja, da muss man erstmal. Da oben welche Tasse? Okay. Haus der Hydra. Gesellig. Gemeinschaftsräume. Okay, aber es bringt uns jetzt ja auch nicht weiter, nicht wirklich. Wo haben wir denn? Es muss aber eher was Städtliches sein jetzt hier. Haben wir hier schönes Karaoke Bar. Ah, über so Karaoke Bar, das ist doch schon mal was. Mhm. Wie wen geht sie denn? Ah, hier mit ihrem Freund. Der kommt mit. Joshua. Nehmen wir mit. Was ist eigentlich der Vampir, den wir so geärgert haben? Ist das der? Der doch. Schimmer, nee, das ist der Vampir. Ja, genau. Den können wir ja noch mal ein bisschen ärgern. Den nehmen wir auch mit. Da kommen wir zu ärgern. Der ist so schon richtig schlechte Stimmung gegen uns. Aber wir müssen ja ein bisschen Spaß haben. Popöche, wir gehen mal alle zusammen hier hingehen erstmal, bevor unser Vampir in Flammen aufgeht. Und dann mobbe ich ihn ein bisschen. Können wir zusammen singen eigentlich oder können wir zu zweit, ne? Duett singen kann man. Country. Mit dem Vampir oder mit dem unserer Freund ja natürlich. So. Kommt hier immer noch. Kann man hier herbeirufen irgendwie, dass er zuguckt? Abzeichen kämpfen, herbeirufen. Ja, ruf mal herbei. So. Geht los hier.
Come on, Musa. Wabashibis don't fall ground. Noble Quelka. Lucky my voice, kids. If some flute. Oh, yeah. Okay, we're going to fight it here. Noble Quelka. Yes, Neva. Save and play Bulgar. Save and Bulgar. Wenn man dich mit Erfahrung dann mehr freigeschaltet hat, mehr spielen kann. Achso, den Vampir-Ärger. Ja, wieder zurück. Ärger meine Mutter. Das kann zu. Wo ist unser kleiner Freund? Wo ist er denn? Ist er weg? Wo ist ah, da ist er doch. Das ist er hier. Kalkleiste. Hallo. Abzeichen kämpfen. Ach komm, Abzeichen kämpfen hier. Direkt das ein bisschen ein. Da kann man ja machen. Ja, komm, jetzt hier ein bisschen Spaß. Jetzt lustig. Jetzt gibt's auf die Fressbrett hier. Ha! Der Duel! Jetzt geht's hier. Ja, schön. Und. Yay! Ja, cool, auch hier aufhören da. Boba! Yo! Komm hier. Du Wama! Yo! Pima! Hat er gewonnen? Was? Was denkst du, wer du bist? Du kannst doch nicht einfach die Zeichen andere Kinder klauen. Na komm, wieso? Wir haben gekämpft drum, aber nicht geklaut. Check it. Yumba. Oh, Sheba. Tina. Boom. Achso, was können wir noch machen? Ciao. Gemeines. Streiten wir ein bisschen. Streiten, Schuhe, Streiten, Teilen, Streiten. Die Haare auch immer weg sind. Sehen Sie mir Ihr Freund. Ist das ja Ihr Freund? Freunde fürs Gehen. So. Gehen wir uns weiter. Eine Auswahl. Freundlich. Eine Auswahl. Eine Auswahl. So, fertig. Genug geschaltet. Ich muss natürlich was Gutes machen. Na, das ist der Tag mit der Scheiße. Ich glaube doch. Oh, so singt der Vampir. Ich finde das auch ziemlich interessant. Ich hab auch gruselig, der Typ. Du was? So. Wir kämpfen hier nochmal ein bisschen Papier. Jetzt gibt's hier was. Ja, das Papier. Ah! Ja.
Achso. Gora! Oh, wow. Achso. Ein, zwei, Boah, wer jetzt nicht mal gewinnt. Ich will noch ein bisschen Training machen, ne? Oh, wo ist die weg? Oh. Er hat gewonnen. Huch, sieht aus wie ein Mädchen. Was denn da? Was stimmt denn mit dem nicht? Hä? Das war doch nie ein Mädchen vorher. Abzeichen kämpfen. Ich will ein Abzeichen haben. Okay. Hä? Hallo? Ja? Hm, dann geht sie auch nach Hause, was soll's. Also singt sie erst mal. Okay. Müssen wir einmal lang. Auch gut. Kann ich noch was trinken? Ich denke, da haben wir auch genug vor dir. Nicht schön für die Ohren. Ja, nicht schön für die Ohren. So. Okay, haben wir den Vampir auch nochmal ärgert? Ne, haben wir da auch schon mal geärgert, ne? Tag war schon. Nein. Gemein ist, ne? Beschimpfen, ne? Wo ist er denn hin? Da ist er. Ich will beschimpfen noch. Ja. Wo ist er hin? Na, wir sind Freunde, das ist alles wunderbar. Bleib getränkt. Sie freuen sich an das Geschick anderer. Yo, Gilbert! Entschuldigung? Nee. Ich kann nicht entschuldigen. Mehr war, was haben wir denn hier? Achso. Geh mal schlafen. Naja, okay. Ich bin jetzt auch. Dann haben wir Er ist beschämt. Warum ist er denn beschämt? Ist er Bilfa? Ja, grown-up. So, jetzt geht's nach Hause, ja. Kann aus ihrer Sicht gucken. Es schneit. Wie kann das denn schneien? Es blüht doch noch überall. Das stimmt ja mit dem Wetter nicht. Das schneit ja tatsächlich. Obwohl es alles in Blüte ist und so, ne? Das ist irgendwie, oder? Das ist alles grün und bunt und. Und hier schneit es. Da stimmt doch was nicht. Er bleibt nicht liegen. Okay. Das ist gruselig. Ich glaube, da stimmt was mit dem Skript ja nicht, wenn ich mit dem Skript nicht. Ist das Untergrundbahn? Ja, sieht aus, ne? So, alles klar. An der Stelle melde ich mich auch ab und wir sehen uns dann demnächst. Mal gucken, wann ich wieder eine Folge mache. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine Folge. Bis dann. Ciao, euer Jochen.